Hallo, wir sind hier in der Kulturhistorischen Sammlung des Deutschen Buch- und Schriftmuseums und ich erzähle euch heute mal ein bisschen über den Zeitungsdruck. Wir haben dieses Jahr 370 Jahre Zeitungsdruck in Leipzig und heute wird mit solchen riesigen Offset-Druckmaschinen gedruckt. Diese zeigt hier als Modell eine König und Bauer Commander. Die Maschine ist im Original 64 Meter lang, die ist 15 Meter hoch. 10 Papierwerke beschicken 10 Drucktürme mit bis zu 85 Tonnen Papier und damit werden in der Nacht bis zu 600.000 Exemplare gedruckt. Während des Druckprozesses wird die Qualität der Zeitung laufend kontrolliert. Das ist hier an den kleinen Terminals erkennbar auf dem Modell. Und nach der Kontrolle geht es dann in die Weiterverarbeitung. Da werden die einzelnen Bücher einer Zeitung zusammengefasst und das geschieht mit solchen Transportklammern, an denen die Klammern dann die einzelnen Bestandteile der Zeitung zusammen, nehmen die von großen Rollenwicklern auf die einzelnen Bestandteile, führen die zusammen an kilometerlangen Transportketten und am Ende wird die Zeitung dann für die Zustellbereiche gepackt und anschließend auf die LKWs verladen. Wir haben jetzt hier eine Zylinderdruckpresse. Mit solchen Maschinen wurden zum Zeitalter der Industrialisierung angefangen, Zeitungen zu drucken. Friedrich König erfand eine solche Schnellpresse genannte Maschine, um den Zeitungsdruck sozusagen zu industrialisieren. Es war das erste Mal dann massenhafter Zeitungsdruck möglich. Und diese Maschinen benötigen einen wesentlich geringeren Anpressdruck durch die Zylinderform des Drucks und solche Maschinen gab es in der Form, dass sie mit Muskelkraft betrieben wurden, wie diese hier. Aber es gab durchaus auch Maschinen, die mit Dampfkraft betrieben wurden. Am Ende des 19. Jahrhunderts wurde dann auch der Druck auf endlose Papierbahnen möglich. Es waren riesige Papierrollen und dazu war es auch notwendig geworden, andere Druckformen zu bekommen. Wir sehen hier an dieser Stelle ein sogenanntes Rundstereo. Das handelt sich um eine gegossene Metallform, deren Satzherstellung vorher auch schon maschinell erfolgte. Und mit diesen Halbzylindern wurde dann gedruckt. Als vor 370 Jahren Timotheus Ritsch in Leipzig am 1. Juli 1650 die erste Tageszeitung druckte, bediente er sich solcher hölzernen Handpressen. Mit diesen Handpressen konnten zwei Mann in der Stunde so maximal 100 Drucke bewältigen. Und diese Drucke hatten natürlich ein noch sehr kleines Format. Hier sehen wir die Leipziger Postzeitung von 1729 zum Beispiel.